sagt der andere, ich habe nicht verstanden. Das ist so für mich ein neues Arabisch, ein neues Wort im Arabischen. Da dreht er sich nach links und sagt, hast du verstanden, was er gesagt hat? Er sagt, ich habe nicht verstanden. Dann hat er gesagt, wie kann man dann etwas vorlesen, das wir nicht verstehen? Wie können wir akzeptieren, dass man uns etwas vorliest, das nicht verstanden wird? Einer der Sahabis, der hinten in den Reihen war, hat dieses Gespräch mitgehört und er ist zu Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Und er hat ihm diese Situation erwähnt. Und Abu Musa al-Ash'ari hat einen Brief, schaut mal, die Aufmerksamkeit, die die Gefährten hatten gegenüber Problemen oder schon Anzeichen, die sich entwickeln in der Umma, die eine Problematik sein könnten. Der hat sofort einen Brief geschrieben an den Führer Umar ibn al-Khattab und hat ihn darauf hingewiesen, dass etwas nicht in Ordnung ist und dass man so reagiert hat. So hat Umar ibn al-Khattab einen Brief zurückgesendet und hat ihn bestellt, dass diese Person, die angefangen hat damit, sofort nach Medina kommt. Sofort. Und so wurde ihm befohlen, dass er ein Gefährt nimmt und nach Medina reist. Und als er nach Medina gereist ist und angekommen war, hat Umar ibn al-Khattab Ridwanullah alayh ihn strengstens bestraft. Er hat ihn strengstens bestraft. Und die Person, die bestraft wurde, hatte im Vorfeld eigentlich nicht verstanden, warum sie bestraft wurde. Und Umar ibn al-Khattab hat sie so lange bestraft, bis sie gebittet hat, eine Erklärung zu erhalten und zu verstehen, warum diese Strafe stattfindet. Dieser Ausschluss aus der Gemeinschaft, dass keine Person mehr mit ihm redet, dass ihn alle ignorieren. So sagte ihm Umar ibn al-Khattab, Ridwanullah alayh, weshalb hast du Fragen gestellt an Personen, die selbst die gleiche Frage stellen? Weshalb stellst du Fragen bei Leuten, die die gleiche Fragen haben? Weshalb bist du nicht zu Abu Musa al-Ash'ari und hast gesagt, ich habe diese und diese und diese Sache im Koran nicht verstanden? Kannst du mir erklären, was das bedeutet? Was hast du damit beabsichtigt? Wolltest du die Leute aufhetzen? Wolltest du die Leute dazu überzeugen, dass der Koran nicht korrekt ist? Dass ihr eine eigene Gruppe seid und dass man sich gegen die Araber wehren sollte oder dass man eine Prüfung machen sollte oder eine Spaltung machen sollte? Und er hat um Verzeihung gebeten und geflohen. Und Umar ibn al-Khattab gab ihm ein Schreiben mit. In diesem Schreiben stand, dass er in seine gleiche Position zurückkehren sollte nach Irak, aber dass ihn niemand mit ihm spricht und niemand mit ihm verkehren kann, so lange, bis er nicht wirklich eine totale Reue gezeigt hat. So streng war er für jemanden, der die Sicherheit der Einheit der Muslime in Frage stellte. Und ich habe dieses Beispiel nur gezeigt, damit ihr versteht, wie wichtig es auch unseren frommen Führer war, die Einheit der Muslime zu gewähren. Egal wie viele Sünden es in der Umma gab und egal wie viele Probleme es in der Umma gab, doch galt es immer, die Einheit zu bewahren. Und deshalb möchte ich noch einige Punkte erwähnen in Bezug auf die Umma. Intern. Es gibt jetzt viele Leute, die setzen sich für Allahs Religion ein, wie es sollte. Und da hat Abu Anas heute eine so schöne Sache gesagt, ein Mann wie tausend. Ein Mann wie tausend, das ist ein sehr schönes Beispiel für das, was ich meine. Es gibt Leute leider, die arbeiten heute für Islam. Und die arbeiten dafür, dass die Muslime eine Gemeinschaft werden und dass sie verstehen, dass das im Vordergrund steht und zwar nicht nur im Interesse einiger Personen, sondern im Interesse des Islams, ihrer Religion und ihrer eigenen Persönlichkeit.
Da meinen einige Muslime immer noch, dass das nur die Aufgabe und das Interesse ist einiger Leute, die sich für diese Religion aus Herzen einsetzen und dass sie davon nicht betroffen sind, sondern sie könnten nur einfach konsumieren und mal ein bisschen herkommen und dann wieder gehen. Aber da möchte ich euch eben daran erinnern, dass jeder Einzelne hier Verantwortlichkeit trägt für seine eigene Religion. Und dass das, was Abu Anas gesagt hat, mit ein Mann wie tausend, das Einsetzen für die Religion Allahs, dass das wichtig ist. Und dass wir sehen heute, dass es einige Menschen gibt, die setzen sich für Allahs Religion ein und möge Allah Ta'ala ihnen barmherzig sein und sie belohnen dafür, was sie getan haben und den Einsatz, den sie leisten. Denn viele unterschätzen das. Viele unterschätzen, dass diese Leute zum Teil ihre Familien total vernachlässigen müssen für den Einsatz ihrer Religion. Vergessen, dass diese Leute auch Kinder und Frau zu Hause haben, aber sie müssen sie vernachlässigen, weil sie sich verantwortlich fühlen gegenüber dieser Religion. Und das Problem ist, dass sie so wenige sind, die sich dafür einsetzen, dass sie so viele Aufgaben haben, dass sie eben zu viel machen müssen. Und das sollte man schätzen. Das sollte man sehr, sehr schätzen, dass es einige Leute gibt noch in dieser Umma, die das tun. Und man sollte sie mit allen möglichen Mitteln unterstützen und ihnen auch eine Last wegnehmen. Denn es ist wirklich eine große Last für diese Leute. Und da kommen dann einige und haben nichts gemacht für Allah Ta'ala. Und leben ihr Leben und sind verwöhnt und haben alles, was sie wollen. Ihren Monatslohn. Sie arbeiten, gehen nach Hause, ihr Leben ist geregelt. Am Morgen stehen sie auf, am Abend kommen sie nach Hause, die Frau macht das Essen, die Kinder sind in Ordnung, es ist still zu Hause, da guckt er seine Sendungen oder macht er, was er will. Er ist mit seinen Kindern und. Hat sich nicht groß für seine Religion eingesetzt. Und dann, wenn die Leute etwas machen für die Religion, dann haben sie auch noch den Mut und sie wagen sich noch etwas zu sagen, aber weißt du, die haben das nicht gut gemacht. Und das war schlecht. Und das hat mir nicht gefallen. Und das überhaupt, wieso machen sie das? Und so weiter und so fort. Wie zum Beispiel in Deutschland, die Islamschule, die Abu Anas macht. Da liest man in einigen Islamforen, ja, wieso muss man da so viel Geld zahlen? Da fragt man sich, subhanallah, wo sind wir gelandet? Wenn man eine andere Institution hingeht oder ein Studium machen will oder irgendetwas machen will für sich selbst, für sein Ego, eine Shahada, ein Diplom zu haben, dann ist man bereit, sogar Privatschulen zu bezahlen, die 13.000 Franken in einem halben Jahr kosten. Aber wenn man eine Islamschule besuchen will und die kostet 50 Euro oder sowas für ein Semester oder für Material, ich weiß die Preise nicht, dann wieso muss man bezahlen? Geht's noch? Wieso muss man hier Geld bezahlen? Diese Mentalität muss sich bei den Muslimen ab sofort ändern. Sofort. Der Islam ist nicht gratis und das war er auch nie. Und da könnt ihr sehen, wie der Islam hochgekommen ist und wie die Muslime in der frommen Vorfahren die ersten Zeit den Islam verteidigt haben. Die haben ihn verteidigt mit allem. Da kannst du nicht auf die Idee kommen, nein, wieso muss man dafür bezahlen? Das ist das Wenigste, was du tun kannst. Weil du kommst her, man kommt her und da bekommt man inshallah alles, was man will. Natürlich gibt es auch Fehler. Das wollen wir nicht bestreiten. Niemals bestreiten wir, dass ein Mensch perfekt ist. Dass ein Mensch nicht perfekt ist. Dass ein Mensch Fehler machen kann. Dass man auch bei den Gelehrten, bei den besten Vorbildern unserer Zeit Fehler finden kann. Aber ich möchte euch daran erinnern, dass diese Leute, wenn diese Leute nicht wären, dann wäre die Umma hundertprozentig im Dalal, in der totalen Dunkelheit. Weil der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, die Gelehrten, die frommen Führer, diejenigen, die die Menschen auf die Religion zurückbringen und die Menschen dazu aufrufen, das Richtige zu praktizieren, die werden verglichen vom Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, mit Licht in der Dunkelheit.